Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute haben wir einen Wunsch vom guten Kurujin dran. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Und der hat sich Darkman für den Gameboy gewünscht. Ja, der enge Videogame-Nerd hatte ja vor einiger Zeit mal die NES-Version betrachtet. Und wer den irgendwie Videogame-Nerd kennt, weiß, das Spiel war nicht so der Bringer. Mal gucken, wie die Gameboy-Version ist. So, auf den ersten Eindruck sieht das ja gar nicht mal so schlecht aus. Kurze Service-Meldung. Der Kurujin hat auch einen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch natürlich unten. Schaut mal bei ihm vorbei, lasst mal ein paar Grüße da. Und ich würde sagen, wir schauen hier einfach mal rein. So von der Grafik her überrascht mich das. Das sieht gar nicht so verkehrt aus, ne? Hier so ein bisschen die Vorgeschichte. Gucken wir mal, okay. Hä? Okay. Also der eine Knopf ist ein Beat'em up, der eine Knopf schlägt und der andere wechselt die Richtung. Okay, ich bin etwas echt verwirrt, weil das sieht cool aus, ne? Also, das ist, der eine Knopf ist halt wirklich nur schlagen, ne? Links, rechts. Und der andere ist halt den Tritt nach hinten und dann dreht er sich automatisch um. Das heißt theoretisch für schnelle Richtungswechsel. Und frage ich mich allerdings, der Gameboy hatte gerade mal zwei Tasten. Warum es da für die Entwickler nötig war, so eine Taste mitzumachen. Vor allen Dingen, es ist ganz schwer, sich dran zu gewöhnen. Und natürlich wird man hier in eine Ecke gehauen. Okay. Es ist halt super seltsam irgendwie. Und ne, wie jedes gute und falsche Beat'em'up. Nee, irgendwie scheint die Steuerung nicht zu sein, weil aber irgendwie tritt er auch so automatisch nach hinten, obwohl ich die andere Taste drücke. Okay, anscheinend ist es halt notwendig, weil die Gegnereinheit umzingeln. Okay. Also hat das Spiel gemerkt, meine KI ist ein bisschen blöd, ein bisschen unfair und deswegen muss ich da jetzt irgendwie Abhilfe schaffen oder was. Oh, das ist so verwirrend mit. Nein, du sollst doch nicht. Ich drücke dieselbe Taste wie mit Schlagen. Und plötzlich. Oder ist das, wenn ich die Richtung drücke? Warte, ich muss mal kurz. Oh, ich will gerade gucken, ob ich da links oder rechts drücke, dass er dann quasi diesen Tritt macht. So scheint es mir gerade gefühlt fast. Aber es fühlt sich einfach super unorganisch an, weil hier bei Beat'em Up natürlich immer das Steuerkreuz drückt, um halt irgendwie hinzugehen. Und wenn man dann halt zufälligerweise mit auf den Schlagen drückt, ändert er halt die Richtung, was ihr gar nicht wollt. Das heißt, wenn ihr kämpft, müsstet ihr das Steuerkreuz eigentlich in Ruhe lassen. Ich finde es schade, weil technisch ist das die Musik, ist in Ordnung. Grafisch sieht es auch gut aus. Aber was soll das? Ja. Ah, okay. Das Treten macht er quasi, wenn ich das Steuerkreuz drücke. Das heißt, es gibt. Nee, also hier drücke ich jetzt nicht. Also irgendwie steige ich da noch nicht so ganz durch. Also der Knopf ist zum Schlagen. Der Knopf ist zum Treten. Aber dann, ich habe den gerade selber weitergedrückt und dann schlägt er weiter. Ich verstehe es nicht. Da würde natürlich wahrscheinlich die Anleitung Abhilfe schaffen. Aber, ganz seltsame Steuerung. Wie seht, es verwirrt einfach nur. Ich kapiere es nicht. Und schon Game Over. Also wirklich, hier ist die Steuerung wirklich der Endgegner.
Also, das Spiel ist gut gestaltet und alles, da sage ich ja nichts gegen. Aber die Steuerung, ich kapiere das Kämpfen nicht. Ich habe jetzt gerade keine Steuerkreuz gedrückt und dieselbe Schlagtaste und er tritt nach hinten. Warum? Warum? Also, so hin, die Turtles, Beat'em Up Spiele. Da kann man sich orientieren, ein Knopf zum Schlagen, ein Knopf zum Treten, richtig straightforward. Aber wenn man beim Beat'em Up das Gefühl hat, dass die Spielfigur gerade eben nicht das macht, was man will, schwer, schwer. Ich glaube, das wird auch keine lange Folge, weil wahrscheinlich kann man sich sogar auf die Steuerung einlassen, aber ganz ehrlich, das Spiel sieht gut aus und alles, aber ob's das wert ist, vor allen Dingen, ihr werdet hier ständig umzingelt. Das ist nervig. Ja, und dann seid ihr schnell hier im klassischen Lockdown. Das wissen die Gegner anscheinend auch. Okay, das war elegant. Das war natürlich, dafür wäre die Funktion natürlich sehr gut. Aber muss ich zugeben, habe ich eher aus Versehen ausgelöst. Sagen wir es mal so. Hätte aber ganz schön viel aus hier, der junge Mann. Komm, 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 komm. Nicht umzingeln lassen. Schafft man es ja nicht. Wenn man einmal. So. Und Kick in die Fresse. Ich dachte, ich schlag den einen, und dass ich den mit dem Tritt so etwas, ich sag mal, stunnen kann. Also, ne, etwas betäuben kann. Ne? Oh, wieso schlägt er denn da nicht weiter? Warum schlägt er nicht in diese Richtung weiter? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Aber toll ist wirklich was anderes. Die Musik, wie gesagt, ist Geschmackssache, aber ich finde sie jetzt per se jetzt erstmal nicht schlecht. Ne? Da haben wir schon mal Schlimmeres gehört hier in dem Format. Ne, komm. Okay, habe ich erledigt anscheinend. Obwohl so ein bisschen ist mit den High-Pitchen geht es mir auch auf den Keks, die Musik, muss ich zugestehen. Toll, jetzt habe ich hier Ninja werfen den Stern. Eine St Ach, ihr wisst, was ich meine. Okay, das ist natürlich an sich eine interessante Kombination. Ich muss jetzt hier kämpfen und trotzdem immer hier auf die Ninja-Sterne achten. Ich wollte doch nach vorne schlagen, Junge. Wow, spannende Kämpfe. Immer noch nicht tot. Ich will auch eine Waffe haben. Was soll denn das? Okay. Ja, kann ich aufheben? Komm. Wieso? Ich muss doch die Waffe irgendwie aufheben können. Darf ich da unten? Nee. Ah, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Und ich verlese schon wieder. Ah! Diese Steuerung. Der Gameboy hat zwei Knöpfe. Wie kann man die so. Und es geht ja natürlich nach Zeit. Ich habe doch gar nicht so viel Zeit vertrödelt. Nee, also die Gameboy-Version kann ich euch definitiv nicht empfehlen. Trotzdem, danke für deinen Wunsch, lieber Guru-Jin. Falls ihr auch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16 mit Gameboy Color, hätte ich mal wieder Bock drauf, wenn ihr da irgendwie mal so Vorschläge habt. Dann ab in die Kommentare damit. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Tschüss.